Willkommen zurück zu FIFA dieses Mal. Ja, ganz ungewohnter Klang wahrscheinlich in euren Ohren. FIFA mal wieder, Ultimate Team. Ich trete wieder mit meiner Bronzemannschaft an, Online-Bronzepokal. Ich hoffe mal, dass wir jetzt das erste Spiel auch mal weiterkommen, weil bisher sind wir ja nicht so die Hammer-Leute bei Ultimate Team. Hab mein Gold-Team verkauft. Ich fange jetzt vielleicht ein neues Team an, ein Portugiesen-Team. Da habe ich schon von Freunden eine kleine Anleitung bekommen. Aber so lange spiele ich hier mit meinem geilen Bronze-Team. Gibt ein paar Veränderungen in diesem Team. Und zwar habe ich mir fürs Mittelfeld Jabo von Köln geholt und für den Sturm Brandy, einer der besten Stürmer in der zweiten Bundesliga. Und was haben wir hier? Die beiden da vorne, habe ich schon wieder das Gefühl, sind die Hammerspieler von dem. Die ST 62 Stärke und 59. Und dann hoffe ich, dass wir gegen den aber auch eine Chance haben, dass wir den hier wirklich fertig machen. Und da er nicht rausgeht oder so. Das wäre wirklich blöd, wenn er rausgeht. Und ich hoffe auch, dass es nicht leckt. Und dass ich jetzt hier wirklich was auf die Reihe kriege. Passiert leider zu oft, dass wenn ich aufnehme FIFA, dann einfach ruhig werde und nichts mehr sage. Aber ich merke schon, es leckt schon ein bisschen. Aber ich hoffe nicht zu heftig. Da geht's immer ziemlich schnell um die. So, dann hier einmal meine Ausstellung, meine neue. Welche Format, also welche Änderungen sind denn noch da? Genau, Kirsten im Tor. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Dann Edwini, Bonso auf der Bank noch. Zierreis hat sich quasi rausrotiert. Castrati und Quana, die kennt er ja noch. Meine RPTG. Ah, okay, was auch immer das heißen mag. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir gegen diesen Kameraden hier eine Chance haben. Komm, direkt mal nach vorne. Meier. Ah, da hätte ich auf die andere Ecke schlenzen sollen. War auch so gedacht. Und Brandy kommt am langen Pfosten nicht an den Ball. Ja, war doch schon ganz okay. Jetzt müssen wir nur hinten aufpassen. Wer sind diese Typen von dem da ganz vorne? Das wüsste ich gern mal. So, dann jetzt Brandy. Raus auf Dämme. Was macht der denn da? Der hat da eigentlich nichts verloren. Weil Dämme ist ja eigentlich mein zentraler Mittelfeldspieler. Castrati hätte ich da eher erwartet, vor allem weil Castrati auch besser ist. Oh, das gab Freistoß. Ja, jetzt müssen wir direkt zustellen. Vielleicht macht er den Fehler und passt mich an. Nee, macht er nicht, leider. Komm, rausköpfen das Ding. Nach vorne. Schön, aber leider nicht präzise genug zu Castrati. Ja, dann lasse ich sein Torwart mal machen. Also von mir aus lasse die Zeit ein bisschen runterlaufen. Dachte wahrscheinlich, ich laufe ihm jetzt entgegen und ziehe dadurch meine Abwehr ein bisschen auseinander. Mache ich aber nicht. Bin ja nicht ganz bescheuert. Ja, jetzt ist es wieder ein bisschen am Laggen. Das stört jetzt schon wieder. Quana. Ja, Eckball. Jawohl, Eckball. Ball geht raus. So, dann flankt das Ding mal rein. Und Kopfball. Oh, da hält der Ball. Der Mann auf der Linie hält den Ball. Oh, wer bist du denn? Ja, ja, ist ja gar nicht schnell, der Spieler. Und dann ist unser Verteidiger da, der einfach eine Bombe ist. Brandy. Raus, über Quana ging das da gerade. Oh, es leckt so sehr. Mann, am Tag kann man bei mir einfach nicht online spielen. So, jetzt kommt wieder Rainer mit Quana. Quana, oh, wenn der Ball durchgeht, dann steht es vielleicht 1-0, aber so noch nicht. Meier, den hättest du auch mal haben können. Blindes Verständnis hier. Schön wieder zurückrücken. Jawohl, wunderbar gemacht. Wunderbar, Brandy. Brandy. Sören Brandy. Quana. Schön, komm, lassen wir ins Ausgehen von mir aus. Komm, Flanke war gut. Brandy, kommt nicht dran. Castrati, kommt auch nicht dran. Jetzt müssen wir natürlich wieder zurück hier mit Dämme. Das sind ja wirklich gute Spieler, die wir uns hier zusammengestellt haben. Aber wir müssen auch hinten aufpassen. Gut, zurück zum Torwart. Dann direkt der schnelle Abwurf im Manuel Neuer-Style. Und dann versuchen wir jetzt mal nach vorne zu kommen. Brandy. Raus, auf, Schuppan. Ja, müssen wir da vorbeikommen eigentlich. Jo, komm mal vorbei. Schlechter Ball auf Castrati. Müssen wir die ganze Szene nochmal wiederholen. Castrati. Setzt sich durch, aber dann kommt der Ball leider schlecht.
Boah, Meier. War das Meier? Oh Mann. Ball geht ein paar Etagen drüber. Ich glaube, der trifft den Ball von Ramos in der Umlaufbahn. So, komm, weiter. Weiter nach vorne spielen. Über Quana. Wir haben den Typ doch eigentlich am Sack. Wir müssen jetzt nur mal was nutzen. Quana. Oh, die Flanke kommt nicht. Komm, Flanke machen. Brandy ist einigermaßen kopfballstark. Och, den hätte Quana aber mal kriegen können. Weston. Über außen kann er gerne kommen. Da habe ich Falkenberg. Der ist jetzt nicht der langsamste Verteidiger FIFAs. Sehr gut. Sehr gut von Falkenberg. Ja, den Ball hätten wir auch mal an den Mann bringen können. Schöner Konter. Quana. Quana. Flanke. Brandy. 1:0. Geil. 31. Minute. Schöner Konter da im Mittelfeld. Dann raus auf Quana. Seine Grätsche geht daneben. Und dann ist Brandy vom Keeper frei und muss nur noch reinköpfen. FC Mir Samir. Ja, ich bin auch Bayern-Fan. Tut mir aber leid für dich. Bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Er hat ja noch keine geile Aktion vorne. Also das muss man ja auch mal so festhalten. Die Mannschaft, die nach vorne spielt, ist hier Luca Rano City. Castrati. Castrati mit der Flanke. Brandy. Quana. Ah, da kommt er nicht dran. Der kommt da nicht dran. Da ist der Konter natürlich direkt. Und jetzt muss da ein Abwehrspieler mit. Agard. Schön. Kirsten hält das Ding. So, Eckball. Daniels. Jack Daniels. Stehen die da alle auf der Linie. Da muss ich das Ding rauskriegen. Schön. Ja, den hätten wir besser machen können. Einmal zu oft geklickt und dann schon ist der Ball weg. Schöner Ball. Oh, der Ball nach vorne kommt nicht an. Wieder raus, raus, Daniels. Gefährlich. Daniels, die Flanke kommt. Uaiaiai, das war knapp. Sehr knapp. Nolan oder irgendwie Nogan. Ich hab's nicht ganz gelesen. Gute Ballannahme. Komm, oh, der, oh, was hat der denn? Patterson. Der hat aber eine gute Ballbehandlung. Schön, auf Castrati. Und dafür ist er bekannt. Flavo Castrati. Was? Ich hab Flanke gedrückt. Castrati. Naja, immerhin noch Ecke rausgeholt. Komm, irgendein Innenverteidiger, der die Rübe dran hält. Quana. Oh. Junge, Junge. Nicht mal das Tor getroffen. Ging knapp am Tor vorbei. 1-0. Jetzt müssen wir das natürlich noch weiter ausbauen. Das reicht mir natürlich noch nicht. Ein doofer Konter und dann ist es das wieder. Quana. Quana. Ah, abseits war das, glaube ich. Ja, war abseits da. Kann man direkt weitermachen. Pierce mit dem Freistoß. Schön. Schön erobert von Meier. Und jetzt schön nachsetzen. Sehr gut. Brandy, ja, natürlich wieder Lex dabei. Schön durchgesteckt, Meier! Was für ein schöner Spielzug. 45. Minute, 2:0. Also das war wirklich gut. Also ich liebe mein Bronze-Team eigentlich, wenn solche Gegner kommen. Nochmal gucken, das war wunderbar gemacht von Brandy. Brandy, da. Und dann zieht er noch eine Kurve und dann sieht er, dass Meier mitläuft. Und er lässt sich das Ding dann natürlich nicht nehmen. Und versenkt das Ding zum 2:0. So, Daniels, jetzt müssen wir hier wieder stehen, aber ihr seht, wie Falkenberg direkt dahinterher ist. Falkenberg ja auch kein schlechter Verteidiger. Boah, und Kirsten, sehr gut. Zweiter Schuss, den hat er. Und jetzt nach vor der Halbzeit kein Gegentor mehr kassieren, am besten rausköpfen. Aber meine Innenverteidiger sind alle groß. Da gehe ich mal von aus, dass die den rauskriegen. Ja, haben wir rausgekriegt. Das war ja nochmal knapp. Komm, Kirsten, hau das Ding weg. Weiß eigentlich einer, wieso die Torhüter bei Ultimate Team die 2 haben? Haben sich bestimmt schon tausendmal Leute drüber beschwert. Warum haben die die 2? Das ist doch scheiße. So. Wow. Uiuiui, da war abgefälscht. Da war es ein paar Mal abgefälscht. Da hätte es richtig gefährlich werden können. Wow, wieder Leck. Und dann ist es vorbei. Erste Halbzeit. 2:0 Führung. Brandy und Meier. Wir spielen auch so weiter. Ich werde nichts wechseln. Ja, da war das Tor von Brandy zum 1:0. Und dann folgte hier die schöne Aktion von Brandy
auf Meier und der macht das 2-0. Also damit Brandy momentan Spieler des Tages, würde ich mal sagen. Also meiner Meinung nach. Und der Ball läuft wieder, während ja, dann spielen wir direkt wieder weiter. Denn wir wollen ja jetzt hier nicht bunkern, sondern weiter offensiven Fußball zeigen. Schön durchgesteckt auf Meier. Kommt sogar ein Ball. Meier. Eigentor. Oh, ich dachte, er macht ein Eigentor. Das wäre ja zu cool gewesen. Aber nur Eckball. Komm, Rau, halt die Birne dran. Bist doch mein größter Verteidiger, so ziemlich. Ja, sein Keeper muss jetzt erstmal gucken, wo er hinwirft. Falkenberg. Boah. Nicht so Katastrophenbälle da. Aber meine Abwehrspieler sind auch nicht gerade langsam. Das finde ich echt gut. Deswegen ist man da nicht so ganz aufgeschmissen bei jedem Konter. Elfmeter, ich habe nichts. Oh Mann. Nichts gedrückt. Das gibt dann Elfmeter. Daniels. Gegen Kirsten. Ich überlege, stehen zu bleiben. Ne, jetzt kommt Weston. Ja, schade. Ich dachte, ich bleib mal stehen. Der knallt das Ding rein. 50. Minute Anschlusstreffer für den Gegner. So, mal eben einen Schluck trinken. Schade, schade. Gibt oft genug diese Bobbys, die dann in die Mitte schießen. Ja, und wieso muss man sich einen Elfmeter wieder dreimal angucken? Ah, ich wollte gerade sagen. Oh, komm, direkt der Konter über Quana. Der kann ja laufen, das haben wir jetzt festgestellt. Schön, Einwurf rausgeholt. Jetzt dürfen sie ziemlich nah am gegnerischen Tor einwerfen. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Quana. Quana. Brandy. Castrati. Dämme. Dämme, Castrati. Was? Da war noch einer. Ne, da musste einer zwischen. Da war keiner zwischen? Wo hat Castrati denn gerade den Ball hingeschossen? Oh Mann, ey, da muss doch einer zwischen gewesen sein. Brandy. Schön durchgesteckt, kommt nicht ganz an. Gibt das hier etwa wieder diesen Fluch von diesem einen Spiel, wo er auf einmal dann umgestellt hat und dann auf einmal alles abgezogen hat von mir? Brandy. Brandy. Ja, zu eigensinnig. Das hätte ich früher spielen müssen. Aber ich dachte, ich krieg den noch. Pettersen gegen Leistner. Da kommt die Flanke. Schön gemacht, schön gemacht. Und jetzt der Konter nach vorne. Castrati. Schön langer Ball auf Quana. Ich wollte eigentlich ganz anders hinspielen, aber leider falsche Kombination von mir. So, dann gehe ich mal eben aus Teammanagement und guck mal selber, ob ich noch was wechseln kann. Edwin Bonsu könnte ich noch bringen, natürlich. Jabo könnte ich auch bringen. Gauss, ne? Ich weiß ja nicht. Jabo vielleicht für... Ich weiß es nicht. Nee, ich lasse die Mannschaft so, wie sie war. Mann, hätte ich diesen schönen Konter gerade besser zu Ende gespielt, hätte es jetzt vielleicht 3-1 gestanden, weil dann wäre der Ball auf Castrati durch gewesen. Schön, schön dazwischen gegangen von Schuppan. Und jetzt wechselt er. Was kommt denn jetzt? Taylor für Thomas. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich mit britischen Bronzespielern jetzt nicht aus. Flanke, komm. Die großen Spieler da hinten müssen das Ding doch haben. Castrati. Schön. Quana. Brandy. Schön durchgesteckt auf Brandy. Sören Brandy. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Oh Mann. Das Ding hätte drin sein. Also das hätte ich besser machen müssen. So kann man natürlich seine Chancen verspielen. Und da habe ich wieder nicht gedrückt, dass der Spieler rausrücken soll. Aber jetzt müssen wir die Flanke verhindern. Flanke verhindern. Kirsten. Wunderbar. So, dranbleiben. Meier. Quana. Oh, wieso läuft er denn nicht weiter? Er war doch schon in Richtung des Passes gegangen und dann hält er doch wieder an. Das war nicht gut von Quana. Vielleicht hätte ich doch den Türken bringen sollen. Toso Noglu oder wie der heißt. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ah, jetzt müssen wir hier aufpassen. Castrati, schön. Brandy, jetzt der Ball auf. Castrati, jetzt muss man hier einfach durchziehen. Boah, Castrati, seit wann bist du nicht mehr der Schnellste? Was ist denn hier los? Hast ein bisschen wenig trainiert oder was? Wow, das ist hinten alles nicht ganz sicher. Schön. Oh, da geht der Ball wieder nicht ans Ziel. Der Ball muss dann natürlich auch mal ankommen.
Yo, Skiller, Bronzespieler mit solchen Skills, das habe ich noch nie gesehen. Es ist wirklich lächerlich, wie man bei FIFA immer sowas kassiert, wegen diesem widerlichen Geskiller. Also kein Bronzespieler der Welt setzt sich da so durch, das könnt ihr mir nicht erzählen. Guckt's euch an, ja, genau, und dann legen wir uns den vor und hauen den natürlich, zack. Es ist widerlich, es ist einfach widerlich, dieses Geskille. So, schön, stecken durch, weiter, schön, Falkenberg. Meier. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Flanke. Brandy. Und dann kommt Brandy da nicht an den Ball. Sei mal schneller, ich bin doch vor dir am Ball, also muss ich den Ball jetzt auch haben. So, schön weiter über die Außen, Quana. Zieh dran, Quana, du bist schnell. Oh, er ist wieder nicht schneller, was ist das denn? Mann, jetzt haben wir die 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Brandy. Schön. Castrati, jetzt mach ihn rein. Da ist es. Glücklich, aber verdient, würde ich mal sagen. Quana am langen Pfosten. Castrati, der Schwänzer, den kann sein Keeper noch halten. Und dann kommt Quana am langen Pfosten mit dem Kopf dran. Sehr schön. 3-2-Führung. Und das jetzt mal natürlich nicht direkt verspielen wieder. Und jetzt vielleicht mal weiter nach vorne gehen. Schön durchgesteckt. Ja, Castrati, der Ball auf Castrati war dann echt zu schlampig gespielt. Komm, weiter nachsetzen, Jungs. Weiter, immer weiter. Sehr gut gemacht. Und jetzt muss man irgendwie nach vorne kommen. Castrati. Schön, kriegt er auch wieder den Ball zurück. Flavo. Da wäre mal wieder gestoppt. Schön rübergespielt auf Schnellhardt. Schöne Grätsche. Quana. Wow, das ist jetzt hier alles ein bisschen schlecht. Schnell. Och, der Ball. Elfmeter! Ich dachte Abseits. Der Ball war doch im Tor. Warum lässt er nicht zählen, Elfmeter? Dämme. Komm, rechts oben. Jawohl, immerhin rechts. 85. Minute sollte doch die Entscheidung jetzt sein, würde ich mal sagen. 4-2, doch wieder 2 Tore nachgelegt. Ich dachte schon, ich hätte Abseits und dann kriege ich doch den Elfmeter. Und Dämme haut das Ding natürlich souverän rein, 4-2. Sehr schön. Ja komm, jetzt nicht schmollen, weiterspielen. Ja, skillt euch hier wieder durch. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Nicht gegen mich, kein Geskille. Schön, Freistoß für uns wieder. Schön vom Schiri Vorteil abgewartet und dann. Oh, jetzt steht er aber offensiv hier. Mit 3 Leuten an der Mittellinie schon. Schön, oh, genau richtig dazwischen. Aber er auch. Und wieder genau richtig dazwischen. Jetzt müssen wir hinten sicher stehen. Kein 4-3 mehr. Das will keiner. Wer ist das? Oh, Flanke. Die geht eigentlich viel zu lang. Und jetzt das Ding hinten raus. Jetzt das Ball hinten raus. Ja, Castrati wird da umgetreten. Quana, schön. Und jetzt einfach mit Castrati abgehen. Abgehen mit Castrati. Castrati! Quana, schieß ihn rein. Oh, da hatten wir die Chance sogar zum 5-2. Und da ist es aus. Endlich mal wieder ein Sieg bei Ultimate Team. 4-2. Meier, Brandy, Dämme und Quana. 4 verschiedene Torschützen. Patterson und Weston. Die Torschützen für Miesan Mia. So, geil. Hat doch funktioniert. Gibt 500 Münzen wahrscheinlich. Quana-Spieler des Tages. Sah ich jetzt vielleicht nicht so, aber ist ja okay. Ja, hochklassiges Spiel. Der hat schon recht, der Mann. Dann gucken wir mal. Haben wir die erste Runde geschafft? Hat sich ja dann doch gelohnt. Sehr schön. Was stand da gerade? Da stand gerade irgendeine News unten, die ich nicht lesen konnte. Jawohl, 450 Siege geknackt, 50 Unentschieden, 185 Niederlagen. Lässt sich doch sehen, würde ich mal sagen. Und das läuft doch ganz gut. Ja, da kann ich leider nicht mitspielen bei dem Turnier, weil ich leider kein Goldteam mehr habe. Was gibt's denn hier für neue Pokale? Dutch, wo man mit der Haaland-Mannschaft antreten kann, das bringt ja mal gar nichts.
weil man bei Holland gar keine Mannschaft bauen kann, weil die keinen goldenen Linksverteidiger haben. Also, und schließlich Van Persie und Robben sind ja jetzt gerade nicht gerade billig. So, dann, ja, hier kann man aber nirgendwo ein Pack gewinnen. Ich dachte, hier könnte man vielleicht ein Pack gewinnen. So, dann war's das an dieser Stelle. Sieg für uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.